Willkommen auf dem Kanal von Melnibon MDG. An diesem wunderschönen Nachmittag gibt es wieder ein Unboxing. Wir freuen uns schon so auf dieses Display. War of the Spark, unendlich viele Planeswalker, eine Liliana, die überlebt, ein Gideon, der sich leider opfern muss. Alles weitere dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Da können wir es endlich aufreißen. Bin schon etwas nervös. Mein erstes bis jetzt, also noch nichts von War of the Spark geöffnet. Und zusätzlich noch bis jetzt auch noch nicht einmal alles sich spoilern lassen, weil ich immer gern beim ersten Aufreißen mir das anschaue. In grün gehalten diesmal. Also noch blau von Ravnica Legions und golden aus, das war von Guilds of Ravnica, haben wir jetzt grün. Und dann schauen wir uns die mal die ersten Booster an. Totally Lost, fängt schon gut an. Schauen wir mal langsam über die Commons drüber. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Karten und Artworks gesehen. Und bin gespannt. Planeswalker gibt es nur im Ankammernbereich. Da haben wir schon den ersten. Jürgen Yangu Wildcrafter. Und Border Citadel perfekt. Und eine Foil sogar dabei. Oh, man geht die Aufteilung, sollen wir es immer haben. Token ganz rechts, sieht man nicht so gut. Und Rare da unten, Foil da oben, Planeswalker leben extra. Kevin's Veto. So, Manticore, was immer das ist. Ein kleines Biest. Metal Drake, ein Lynx. New Horizons. Das hat es ja schon vor kurzem gegeben in einem anderen Artwork. Schaut auch sehr gut aus. Und wir kommen zu den Ankammern. Wieder ein Planeswalker, die Vraska. Vraska Swarm im Eminence. Und als Rare der Neheb. Schon gar nicht angeschaut davor. Das sind die neuen Zombie-Armee-Tokens und das Assassins-Token. So, Kiora Stembreaker. Ah, die Nahiri. Beziehungsweise die Stoneblade für Nahiri. Also fast auf jedem Artwork ist irgendein Planeswalker zu sehen. Oder irgendeine Interaktion mit einem Planeswalker. Emergency Zone und die Kiora. Und das Rare haben wir Roll Reversal. Ah, ist wieder fast gekriegt. So. Jetzt erst drei Ankammer Planeswalker, aber das kann noch was werden. Ironclaw Kommod, Kroko und ein Strix. Gideon's Triumph und wieder ein Ankommens-Manswalker, diesmal die Narset Path of Wales und Massacre Girl und einen Wizard Token. Ab dem nächsten Video, was ich aufmache, werde ich dann wieder mal die Preise einblenden. Bei dem wird es wahrscheinlich nicht ausgehen, aber die denen sind noch nicht fest, die werden sich noch ändern. Du willst nur viel tun in den nächsten Tagen, Wochen. Da gibt es auch Länder im Ankommen, Interplanar Beacon. Und der neue Planeswalker, dem es jetzt noch keine, also der keine Karte gehabt hat, Teo the Shieldmage. Und die erste Mythic, eine von den finalen Karten, gibt es hier in jeder Farbe eine, die schwarze. Und ein Angel Dog mit einem neuen Artwork. Das sind auch die, die für das Konstrukt
für das Fahrzeug benutzt werden. Total Lost. So, cooles Artwork. Invade the City. Diesmal haben wir keinen Planeswalker, aber also auf einen Teferi. Der erste Rare Planeswalker, Teferi Time Reveler. Sehr gute Karte. Den legen wir da auf den Stoßsiegel Planeswalker. Wir machen das extra. Wir brauchen für unsere Planeswalker-Sammlung ja jeden Planeswalker mindestens mal einmal. Diesmal haben wir sehr viel zu tun. So, da ob Nixilis. Und, oh, schon wieder falsch gekriegt. So, einmal Dreadhorde Arcanist. Und einen Devil Token. Die Katze, die aus dem Artwork entstanden, also das Artwork ist entstanden mit einer echten Katze als Hintergrund von der Story. Geht da gerade über die Geschichte rum. So ein cooles Artwork. Die werden wir noch zu Genüge sehen, die ganzen Artworks. Der Engraf. Schon wieder frisch gelegt. Vielleicht werden wir das umdisponieren. Die Planeswalker runter und die Rares, die nicht Planeswalker Rares auf. Vivien Sargbruch, gute Karte, freue mich schon für Commander Deck, habe ich schon vorgesehen. Und ein neuer Goblin Token. Es geht weiter. Ein Reprint, Augurf Bolas, gleich wieder die Bridemaid. Diesmal haben wir einen Rare Planeswalker im Domri Anach of Bolas. Und wieder einen Zombie Army Token. Bin echt gespannt, wie sich das Meta jetzt entwickelt mit den ganzen Planeswalker drin. Das wird echt interessant. Und welche Karten auch außerhalb von Standard gespielt werden. Also für Commander lassen sich schon einige gute Karten schon ausmachen. Ein Dovin. Und Planet Wide Celebration. Das ist eine interessante Karte. Für 7 Mana kommen wir mehrmals vier verschiedene, entweder verschiedene oder eines vierfach machen. Ist relativ teuer. Vielleicht im Commander macht es Sinn. Im Standard wird wahrscheinlich nicht gespielt werden. Wird das einfach zu teuer. Für die Karte, die macht durchaus Sinn im Standard. Ich bin gespannt, wie der gespielt wird. Auch einer der neuen Planeswalker, The Wanderer. Und da ist schon Barhelion 2. Das sich selbst antreibende Vehikel. Und ein Foil Mountain. Wobei nicht weiß, was das gerade großartig mit Mountain zu tun hat. Ein paar neue Häuser, Dächer und eine Brücke, was immer das ist, und ein Turm. Aber kein großartiges Referenz auf den Mountain. So, und Bond of Insight, und wir haben einen Rare Planeswalker, die Temio Collector of Tales. Sehr schön. Guten Spirit Token. Machen wir für den neuen Ubi. Den hoffe ich auch ziehen. Leyline Prowler und nochmal eine Nixilis, den haben wir schon mal gezogen gehabt, und den Elder Spell und noch eine Foil Thorin's Thirst mit einem Devil Dope. Noch keine Foil Rare bis jetzt oder Foil Mythic, noch alles offen. Wir hoffen natürlich auf das besten Pool, was man machen kann. So, die Kaya und Enter the God Eternals und noch eine Foil Spark Harvest, die wird glaube ich auch gespielt werden.
Also im Limited sicher. Schauen wir, wie sie sich weiterentwickelt. Und wir haben einen neuen Planeswalker, dann ein Servo-Token und das Silent Submersible, ein U-Boot. Und der neue Planeswalker ist eben der Davriel Rogue Shadow Mage. Ein cooles Artwork, es geht auch da oben so schön raus, schaut aus, als wenn das irgendwie dreckig wäre. Brauchen wir ein bisschen länger fürs Opening, aber wir nehmen uns ein bisschen Zeit, weil es das erste Display ist, was wir aufmachen von dem neuen Set. Da ist die Brightmate mit dem neuen Artwork. Und dann haben wir einen Kutenbur, einen Ugin, der Ineffable. Das geht weiter. Und. Oh, Dobin Hunt nochmal. Und Single Combat. Das müsste eigentlich eins meiner Lieblingssets sein, weil manche wissen ja, ich sammle Planeswalker. Also habe quasi eine Mappe, wo jeder Planeswalker mindestens einmal vertreten ist. Aber ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin mit dem Downshiften auf Ankammern und dann eine Ability noch drauf, wobei durch die passiven Abilities sind sie ja nicht so schlecht. Sehr gut. Ist das, glaube ich, die erste Mythik, was man da, nein, die zweite. Gideon Blackblade, ein Mythic Planeswalker. Sehr cooles Artwork. Der ist auch drinnen, was ich weiß, in der Mythic Edition, was kommt. Und, schau, der war gar nicht gewusst, dass er dabei ist. Arlin Voice of the Pack, sehr gut. Und das nächste Mythic, Finale of Glory. Da haben wir schon die schwarze gehabt und jetzt haben wir noch die weiße. Ich hätte lieber die Götter, einen roten und einen grünen Gott, hätte ich gern. Die wären sehr interessant für eine Decks. Gibt es auch Story dazu? Kann man nachlesen, falls man das interessiert. Oh, die neue, die Vivian Champion of the Wilds. Ah, oh, sehr gute Karte. Ich bin gespannt, wie sie die entwickelt. Mit ein paar interessante Simi-Decks jetzt im Standard geben. Und noch ein Rare Planeswalker, der neue Sorin, Vengeful Bloodlord. Und ein Wolf-Doppel. So, was haben wir jetzt? Nochmal, hat man schon zweimal. Der Yin Yangu und Blastzone. Auch sehr gute Karte, wird momentan gut spekuliert, dass die in mehreren anderen Formaten noch gebraucht wird. Also gespielt wird, steigt der Preis gerade. Und ein Foil Plains. Noch immer noch kein Foil Rare. Oder mittig. So, es geht weiter mit der Hurtli. Und Ignite the Beacon. Mit, da ist auch drinnen der Warrior Friend of the Elves als Token. Ups. Ein Booster hat sich verabschiedet. Das ist ein sehr cooles Artwork. Red Sprout. Und ein Sharkan. The Masterless. Okay. Dann habe ich es überhaupt noch nicht gesehen. Was kann der? Whenever a creature attacks you, the planeswalker you control, each dragon you control deals one damage to that creature. Also wie viele Drachen jetzt in dem Set jetzt enthalten sind und auch im nächsten, nach der Rotation enthalten sein werden. Until end of turn, each planeswalker you control bekommt dafür. Ah, okay, man kann andere planeswalker zu Drachen machen. Ja, interessant. Und man kann mit -3 und wie viele Drachen hat Token erzeugen. Ja, durchaus. Es gibt definitiv einmal Commander-Decks, wo man den spielen kann. Wie ist es im Stand entwickelt, was man hat. Mal gucken. Ah, der Diebald. Der gute alte Diebald.
ich weiß nicht, wird viel besser. Jetzt mit uns Bug Double. Ich weiß nicht, wer jetzt schlecht ist, der oder der erste Debug. Aber er hat dann umsonst ewig die Fahne auch gehalten mit schlechtester Planeswalker, den Sprinter haben jemals. Eine Kiora, die haben wir gleich schon gehabt. Und Command the Dreadhorde. Mit einem Wall Token. Auch noch nicht gesehen. Das ist der erste Wall Token, den ich jemals gesehen habe. Also es gibt noch keine Wall Tokens irgendwo, was ich mir erinnern kann. Außer Custom Made. Die Nahiri. Einer meiner Lieblingsplaneswalker. In dem Fall nicht wirklich stark, aber auch brauchbar. Und eine nächste Hydra, Bioessence Hydra. Was fehlt uns noch? Der Bowler selbst. Also Papa Bowler haben wir noch nicht gesehen, die Liliana haben wir noch nicht gesehen. Mal schauen, was wir da noch pullen können. Die Tamio, ich glaube, die hatten wir auch schon. Relativ häufig doppelte, aber wenn es gute Doppelte sind, haben wir nichts dagegen. So, also cooles Artwork. Ugin's Conjurant. Und die Mandora, den haben wir auch schon gehabt. Missium Tank. Dann von den Artefakte. Da gibt es ja in jeder Farbe auch eines. Das schwarze ist das, was ich für mein Oloro-Deck brauche. So, dieser Heli, den haben wir das erste Mal gezogen jetzt. Und da ist Tolzimir, Friend of the Wolves, der hat mir vorher einen Token gehabt. Oh, unser Foil. Unser Foil ist ein Ajani the Great Hearted. Haben wir auch noch nicht gehabt. Perfekt, dass wir ihn als Foil haben. Schaut extrem cool bunt aus. Man ist es Nachmittag, jetzt habe ich nicht unbedingt die Lichtquelle aufgestellt, aber es schaut da mit der Sonne von links auch sehr gut aus. Cooles Artwork. Und den Foil auch sehr schön. Wir legen die Foils dazu. Und wir haben noch 1, 2, 6 Booster. Also, unser Foilpool war sehr, sehr schön. Ich hätte gerne einen Ball aus. Dann hätten wir das Ganze voll gemacht. Das ist auch eine gute Karte. Die wird definitiv gespielt werden. 2-1er für 2, okay. Aber solange sie nicht getappt ist, hat sie Hexproof, also sehr schwer zum Wegkriegen, vor allem am Anfang. Und rotiert Mana von einer beliebigen Farbe, also richtig gute Karte. Leider ist Artwork nicht unbedingt meine Favorite. Was haben wir da? Narset, Pass of Wales, okay. Und den ersten Gott im Blauen, das ist perfekt. Da kommt schon mein Kontrolldeck rein. Ah, super. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Also den Weißen brauche ich noch. Roten, Grünen, eigentlich alle. Ich werde es definitiv einmal wegsammeln. So zum Weglegen. Dann haben wir, die Chaya ist ja auch drin. Ich habe ganz vergessen gehabt. Old Lady Chaya. Noch älter als je zuvor. Und The Lost. Diesmal ist Rare und noch ein Foil Plains. Nachher für morgen werde ich schon ein paar Videos vordrehen heute. Oder morgen. Dann gibt es ein paar von die Bundles, werde ich öffnen. Der ist auch cool. Der ist wirklich cool. Dann haben sie jetzt der wieder in mehreren Formaten schon überlegt, wie man springen kann. Und mein Artwork Lunch ist cool. Der erste war nicht schlecht. Guter Pool. Und wir haben noch das Cassidy's of War. Interessante Karte, kann man in Commander Deck recht gut benutzen. Destroy, Target, whatever. Also man kann alles zerstören, was man will. Halt nur einmal, aber ist vom Artefakt, Kreatur, Enchantment, Land und Planeswalk alles dabei. Für 6 Mana halt, das ist ja günstig. Gell? Wie das denn? Ah, da war noch einen, den wir noch nicht gehabt haben. Samut. Und der Krenko, der neue. Auch ein witziges Artwork. Und noch ein Foil Firemind Vessel. Sieht gut aus. Ah ja, dann Niff. Misset ist ja auch drin. Ralf halt noch. Ich bin einer der besten Planeswalker im Set.
der RAL, also am besten, wenn man halt Reset spült und kopieren will. Den hatten wir auch schon. Das Elementar Living Twister nehmen wir, noch ein Engeldocken und das letzte Booster für heute. Für heute nicht, aber für dieses Video. Einen Ugin bitte. Ja. Und wir haben keinen Ugin, weil schon eine Hurtli da ist. Dafür haben wir noch eine Mythic Finale of Promise. Und das war's. Gut, danke fürs Zuschauen. Wunderbar nette Sachen dabei, vor allem der Foil Planeswalker, also der Johnny. Wie immer, bitte einen Kommentar hinterlassen. Würde mir freuen, wenn es war, Kommentar hinterlassen, wo quasi, wie euch das Set gefällt, was für die Planeswalker haltet, wie ihr findet, wie sich das neue Meta entwickeln wird. Und ein paar Anregungen, was man im nächsten Video machen könnte. Passt. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video.